Was war das für ein Fest? Das blaue Wunder von Loschwitz blieb für die Striesen aus. Nach einem längeren Anlauf von mehreren Jahren hat die SG Dresden-Striesen nun den heiß ersehnten Aufstieg aus der Kreisoberliga Dresden in die nächsthöhere Klasse perfekt gemacht. Nach dem souveränen 3:0 Auswärtssieg beim Aufsteiger SV Loschwitz gab es für die Kicker von Trainer Paul Seifert kein Halten mehr. Selbst unser Kameramann wurde in die Festivitäten mit eingebunden. Vor den Sekt- und Bierduschen mussten sich die Striesener aber noch ihren fehlenden Punkt für den Aufstieg verdienen. Die Jungs von Loschwitz haben das nicht schlecht gemacht, aber ja, wir hatten keinen Druck mehr, wir konnten einfach Fußball spielen und das war das Entscheidende und dann war es klar, dass wir hier auch relativ gut aussehen. Wie es dann ausgeht, ist eine andere Geschichte, aber wir wollten Fußball spielen und das ist uns heute wieder gelungen. Und das taten die Kicker in Rot dann auch. Bereits nach 8 Minuten war es wieder einmal Paul Seifert, der mit seinem 19. Saisontreffer zum 1:0 seiner Mannschaft schon früh den Druck nahm. Und danach machte der unangefochtene Tabellenführer auf demselben Niveau so weiter, was auch dem Gegner höchsten Respekt abverlangte. Es waren manche Aktionen auf Augenhöhe, aber sonst habe ich nur Striesen spielen sehen. Mit sicherer Ballführung und immer wieder schnell eingeleiteten Angriffen brachten die Striesener den Gastgeber und Tabellenneunten immer wieder in Verlegenheit. Bei aber nunmehr nur 9 Gegentreffern spricht dies auch eindeutig für eine solide Defensive. Und die geht bei der SG vom Kapitän und Torwart Christian Kunert aus, der seine Vorderleute aber auch zu schätzen weiß. Es geht immer hinten los, gerade so ein Aufstieg. Geht immer hinten los. Wenn hinten die Null steht, hast du erstmal einen Punkt sicher. Und das war unsere Devise dieses Jahr. Wir haben die Defensive stark gemacht und haben nach vorne gespielt und haben dadurch viele Spiele mit 1:0 knapp gewonnen. Und da bin ich extrem stolz auf meine Vorderleute, die das ganze Jahr trainiert haben und viel gearbeitet haben für diesen Aufstieg. Der Liga-Neuling aus Loschwitz fand gegen die, sagen wir mal, roten Teufel an diesem Morgen im heimischen Stadion einfach nicht die richtigen Mittel. Zu abgeklärt agierte der designierte Aufsteiger in dieser Begegnung. Ich denke, man kann gegen Striesen, kann man was holen, wenn man sich darauf vorbereitet, wenn man das konsequent umsetzt. Und wir haben es aber ab der ersten Minute auf jeden Fall komplett verschlafen. Hätten, glaube ich, zur Halbzeit mindestens 3:0 hinten legen können. Und ja, dann ist das vollkommen in Ordnung. War einfach heute ein schlechter Tag von uns und dann hat man gegen Striesen keine Chance. Das ist einfach so. Die Null für Striesen stand bis zur Halbzeitpause. Sicher bis dahin ein knappes Ergebnis, aber die stark auftretenden Gäste sollten auch in den zweiten 45 Minuten die Überhand behalten. Nichts zu spüren von bürokratischem Ergebnisverwalten. Striesen verließ auch in der zweiten Halbzeit nicht seine Linie. Weiterhin brachten sie ihr geradliniges Spiel, welches sie über die gesamte Saison ausgezeichnet hat, auf den Rasen, immer wieder auf der Suche nach der endgültigen Entscheidung. Nach einer weiteren Ergebniserhöhung war es dann Franz Lampe, der für den überaus verdienten 3:0 Endstand für seine Aufstiegshelden sorgte. Es war ja zum Zeitpunkt des 3:0, würde ich sagen, war es eigentlich schon klar. Na, klar, ja, vom Ergebnis vielleicht noch nicht ganz, aber schon nach der ersten Halbzeit hat man das Spiel ja bestimmt. Also ich sage jetzt mal so, letzte Woche hatten wir ein bisschen mehr zu tun als heute. Und von daher, ja, das 3:0, das war eigentlich noch zwingend, weil wir hatten ja so viele Chancen, die wir nie genutzt haben. Und ich sag mal, der Knotenpunkt ist damit nicht geblasst. Er war schon, ich sag mal, nach dem 1:0 kann man frei aufspielen. Da hat das schon besser geklappt. Die letzten Spiele abschenken wollen die Aufsteiger übrigens nicht, wie sie uns versicherten. Vielmehr beginnt jetzt bereits die Planung für die kommende Runde. Und die Loschwitzer müssen aus den letzten 3 Partien noch 3 Punkte für den sicheren Klassenerhalt holen. Aber die Jungs sind sich recht sicher, dass dies gelingen sollte.